Das ist ja wohl der Gipfel. Naja, gut, also wirklich. Man muss doch wirklich denken, dass auch jetzt die Bild-Zeitung zum Querdenker wird. Das lässt einen doch wirklich darauf hoffen, dass es noch Menschen gibt, die. Ach was, ihr wisst selber, wie das alles gemeint ist. Nur eins gebe ich zu bedenken, viele Menschen, die sonst nicht zuhören, die hören aber diesen Medien zu. Also insofern ist das schon ganz interessant. Leute, das sind zwar 15 Minuten, dieser Artikel, aber Julian Reichel, der ja schon mal suspendiert war, der hat sich heute wieder zu Wort gemeldet. Und ich werde euch diesen Artikel auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Vielleicht geht es dann auch zum Schluss. Beachtet aber mal bitte die Mienen dieser beiden Personen. Diese beiden Personen, die sonst ganz andere Dinge sagen und wie sie auch teilweise versuchen, Herrn Reichel da etwas zu bremsen. Ist auf jeden Fall interessant, denn wie gesagt, die sonst niemanden anderen von uns zum Beispiel zuhören, die hören ja zum Beispiel solchen Menschen wie den Chefredakteur der Bild-Zeitung zu. Insofern lohnt sich das mal anzugucken und dann könnt ihr immer noch drüber nachdenken, ob denn das nun ein gefährlicher Artikel ist, der mal sofort gesperrt werden müsste. Also das ist doch wirklich dann ja hier der Gipfel. Oder was auch immer. Ich schalte ganz bewusst die Kommentarfunktion aus, damit das hier nicht wieder abgeleitet in irgendwelche blödsinnigen Kommentare. Davon habe ich jetzt in der letzten Zeit die Nase voll. Und wehe, es schreibt einer woanders auf, vielleicht noch, wenn es geht, in Fachartikeln von Mathe und Physik so ein Blödsinn rein. Ich hab's wirklich satt. Gut, na denn. Liebe Leute, lasst euch inspirieren, macht was deswegen und macht's gut. Also, bis später. Tschüss.